scheint, als hätte man uns einen Empfang vorbereitet. Oh.
Na, nenn mich doch einen schwangeren Leoren. Das ist tatsächlich die Mondscheininsel. Ich glaub's nicht. Und das da vorne ist wohl Taranor Koareks Lager. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Wenn sie dann einen von uns erwischen, hat der andere immer noch eine Chance. Hier ist deine Silberplatte. Ich werd's von Osten aus versuchen, geh du von Westen aus ran. Und ja, nicht erwischen lassen oder den Helden spielen, in Ordnung? Gegen eine ganze Armee hast selbst du mit deinen Gaben keine Chance. Naja, eigentlich überall. Aber ein Offizierszelt oder gar das Zelt ihres Anführers wäre natürlich perfekt. Wir treffen uns genau hier wieder, bei Tagesanbruch. Bis gleich. Wenn sie sich weigern? Dann heißt das Krieg. Die Götter haben die Welt lange genug verpestet. Klar, dass das den Tod tausender Unschuldiger bedeuten würde. Unter Götzenkranken gibt es keine Unschuldigen. Religiosität ist eine Weltanschauung. Und Weltanschauungen sind nicht angeboren, man entscheidet sich jeden Tag aufs Neue für sie. Und ein Untertan, der gegen einen Tyrannen nicht aufbegehrt, ist mindestens genauso schuldig wie der Tyrann. Aber das sind alles noch ungelegte Eier. Sehen wir mal, wie einsichtig sich dieser alte Narr zeigt. Ja, tun wir das. Sieh mal einer an, das Gossenkind hält sich wacker. Ob wir Angst haben? Ihr Sirutz, wisst ihr das? Wie ihr nicht aufgeben wollt. Wie ihr euch weigert, die Aussichtslosigkeit eures Kampfes einzugestehen. Aber dennoch, ihr seid weit gekommen. Ihr habt den Siegelstein entfacht und das Leuchtfeuer gefunden. Und das erhaltet uns. Nichts ist schöner als eine Ernte, die sich wehrt. Das macht es so viel spannender. Daher also unser Angebot, Prophet. Stellt uns die Fragen, die euch auf dem Herzen brennen, und wir schwören euch wahrheitsgemäß zu antworten, oder ihr geht. Es liegt bei euch. Das müsst ihr entscheiden. Los, Gossenkind, fragt oder geht. Brennen werdet ihr in jedem Fall, aber manchmal ist die Hoffnung auf Heilung allein schon etwas wert. Sie wollen das Leuchtfeuer zerstören. Amüsant, nicht wahr? Sie nehmen uns die Arbeit ab. Ja, aber sie sind naiv. Sie halten die Läuterung für etwas Gutes und glauben, sie wird kommen, um die Menschheit auf eine höhere Stufe zu erheben. Evolution, so nennen sie es, so wie die Echse zum Drachen und ihr Vogel zum Geraden wurde. Und ihr Anführer, Taranor Koarak, hält sich für einen der Boten, wie ihr es seid. Ihr meint, ihr sei auserwählt. Nein, genauso wenig wie der alte Arantial. Koarek hält sich für einen Heilsbringer auserkoren, die Menschheit in ihre glorreiche Zukunft zu führen.
Dabei begreift er nicht, dass er ein Opfer seines eigenen Stolzes ist. Wir sind ihm nie erschienen, nicht wie euch. Ihr seid der Einzige von Gewicht in diesem Spiel, Prophet. Seid ihr denn so blind? Wir sind die Boten der Bestimmung, die Konstante des Seins, vor der sich die Zeit verneigt, der Traum eines Toten, der nun Wahrheit wird und euch zu eurem Untergang geleiten wird. Das, wofür ihr es haltet, eine Waffe, mit der ihr all das hier beenden könnt. Furcht, Hass, Freude. Ihr unterstellt uns menschliches Denken, Prophet. Aber eine wahre Gottheit ist kein einfacher Mensch, der Blitze um sich werfen kann, so wie eure Lichtgeborenen es waren. Ein wahrer Gott ist ein Zustand, dessen Existenz allein die Realität nach seinem Willen formt. Vor euch waren so viele, und so viele haben die Waffe gefunden. Aber dennoch sind wir. Und die Läuterung steht bevor. Was sagt euch das? Das sind wir. Und das werden wir immer sein. Wir wissen, was ihr nun hören wollt. Dass ihr besonders seid. Dass ihr es schon immer wart. Aber dem ist nicht so. Ihr wart einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Und die Wahrheit ist, dass ihr uns unsere Aufgabe erleichtert. Ihr seid schwach. Schön. Nun Kusch, setzt eure fruchtlose Suche fort. Und entschuldigt den Schmerz. Jetzt! Herr, er ist wach. Sehr gut. Zu eurer Linken ist mein Leibwächter Samael, jahrzehntelang Meister der Arena Ostians. Und zu eurer Rechten Klingenmeisterin Alma Sorda, die begnadetste Schwertkämpferin des merimesischen Nordens. Des Weiteren wartet draußen eine ganze Garnison Elite-Soldaten. Kann ich mich also darauf verlassen, dass ihr keine Dummheiten machen werdet? Ich will mich von Angesicht zu Angesicht mit euch unterhalten, wie zivilisierte Menschen es tun. Nein, genauso wenig wie sich in ein fremdes Lager zu schleichen. In dem Sinne sind wir also quitt. Übrigens halten wir euren Kumpanen im Zelt nebenan gefangen. Wir werden eure Aussagen miteinander abgleichen. Sagt also besser gleich die Wahrheit. Samael, nimm die Binde ab. Wohlan denn. Ich bin Taranor vom Blute Koarek, ehemaliger Herrscher Kabaets und nun Repräsentant der freien Völker Nerims. Wie ihr aber zweifelsohne schon wisst. Wer seid ihr? Korrekt. Der Bürgerkrieg ist vorbei und Nerim ist wieder ein Ganzes. Und zwar eines, das frei von Fremdbestimmung und falschen Göttern existiert. Wir folgen keinem Monarchen mehr und wir beten zu keinen Götzen mehr, anders als das Land, aus dem ihr kommt. Aber schweifen wir nicht ab. Wer seid ihr? Verstehe. Und wer hat euch geschickt? Und warum? Stellt euch vor, nein. Ich bin kein Schlechter, und obwohl ich euch nicht garantieren kann, dass ihr dieses Verhör überlebt, schwöre ich euch, dass eure Kooperation die Chancen darauf drastisch erhöht. Und überhaupt, wenn ich das hätte tun wollen, hätte ich das längst schon getan. Also, wer hat euch geschickt? Wie vermutet. Und wie genau? Natürlich. Wir waren so frei und haben euch eure Habseligkeiten entledigt. Wenn ihr mich also kurz entschuldigen würdet. Eine Silberplatte. Ich verstehe.
Die beiden sollten uns ausspionieren. Dann töten wir sie. Nein. Er war ehrlich und ich stehe zu meinem Wort. Und eigentlich... Eigentlich habt ihr uns gerade einen Gefallen getan. Mit den Platten können wir Arantheal unser Angebot unterbreiten, ohne uns dabei in Gefahr zu begeben. Was meint ihr? Was sind das für Platten? Alte Artefakte der Pyrea. Ihre Magie funktioniert wie eine Art Hörmuschel, könnte man sagen. Sie übertragen Klänge von der einen Platte zur anderen. Tja, und ich vermute stark, dass um ihr Gegenstück versammelt gerade Thealo Arantheal und Narazuls verräterische Erben höchstpersönlich sitzen und darauf warten, dass jemand diese Platte aktiviert. Samael, kannst du das für uns tun? Hervorragend. Dann aktiviere sie. Ich werde mit dem alten Arantheal sprechen. Wollen wir hoffen, dass er zum ersten Mal in seinem Leben zuhört. Ansonsten wird das hier kein gutes Ende nehmen. Thealor Arantheal! Ich weiß, dass ihr da seid und mich hört. Wieso lassen wir also die Spielereien nicht einfach? Wie ihr wünscht, Großmeister. Ihr könnt schweigen. Nur solltet ihr euch darüber im Klaren sein, wer für eure Arroganz bezahlen wird. Habt ihr euch am Krieg noch nicht satt gesehen? Nach 2 Dekaden? 2 Dekaden Krieg, die durch die Unterdrückung eurer falschen Götter erst notwendig geworden sind. Oder wollt ihr das leugnen? Ist das der Grund, dass ihr mich sprechen wolltet, Korarek? Um mir Anschuldigungen an den Kopf zu werfen? Nein. Nein, das wollte ich nicht. Wir sprechen, weil ich euch eine Chance geben will. Wir wissen, dass ihr gegen die Hohen kämpft. Und dass ihr versucht, das Leuchtfeuer zu rekonstruieren, weil ihr sie aufhalten wollt. Was angesichts dessen, dass die Läuterung das Ende allen Lebens bedeutet, Sinn ergibt, findet ihr nicht? Nicht, wenn man verstanden hat, was die Hohen wirklich sind und was sie bedeuten. Nämlich Evolution. Den Aufstieg der Menschheit auf eine höhere Ebene. Bitte. Betrachtet doch mal für einen Augenblick die Fakten. Es gibt keine Beweise dafür, dass die Läuterung, wie auch immer sie aussehen mag, gewaltsam ist. Ja, die Pyrea sind verschwunden. Aber woher wisst ihr, dass sie nicht einfach an einem anderen Ort sind, dass sie sich transformiert haben? Die Hohen sind nicht unsere Feinde, Arantheal. Sie sind der nächste Schritt der Evolution, die Boten unserer Bestimmung, mehr zu sein als nur die einfältigen Wesen, die wir die letzten Jahrtausende waren. Und das ist die Läuterung wirklich, versteht ihr? Der Zeitpunkt, an dem die Menschheit sich von alten Lastern befreit, vereint und eine höhere Existenzebene erreicht. Hier, das ist absurd. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Seit die Götter nicht mehr sind, senden mir die Hohen Träume, in denen ich die Zukunft sehe, die uns erwartet. Und es ist die Wahrheit, ob ihr es nun akzeptiert oder nicht. Der Mensch ist nicht dazu bestimmt, Mensch zu bleiben. Durch die Hohen werden wir Götter sein, wahre Götter, nicht die Götzen, denen ihr gedient habt. Menschen sterben, Korarek. In jedem Winkel Winds herrscht Krieg und Tote steigen aus ihren Gräbern. Was auch immer ihr geträumt habt, sind das für euch die Anzeichen eines Aufstiegs? Ich weiß von dem roten Wahnsinn. Aber habt ihr jemals in Betracht gezogen, dass auch er einem Muster folgt, dass er nur bestimmte Menschen befällt? Wen? Menschen, die mit Fesseln denken. Menschen, deren Geist nicht frei ist und die von Aberglauben und Ignoranz beherrscht werden. So wie euer Volk, dem ihr die Wahrheit vorenthaltet. Ihr wollt sagen, der rote Wahnsinn befällt nur Menschen, die noch an die Götter glauben? Religiosität ist ein Denkmuster, eines, das Irrationalität über Vernunft stellt. Menschen mit diesem Muster sind nicht bereit für den Aufstieg und der rote Wahnsinn ist nichts als eine Methode, sie auszusieben. Eine natürliche Auslese, wenn ihr so wollt. Deshalb seid ihr auch nicht betroffen, weil ihr die Lüge kennt, die ihr und eure Götter all die Jahre verzapft haben. So ein Unfug. Es gab schon im Orden Fälle des roten Wahnsinns und wir haben gesehen, was die Läuterung bringt. Wir haben die Schriften der Pyrea studiert und sind sogar in ihre Erinnerungen gereist. Und was uns blüht, ist die totale Vernichtung, kein verfluchter Aufstieg.
Hört euch an, Korek, ihr redet wie ein verrückt gewordener Prophet. Ist es das, was ihr sein wollt? Ihr reagiert wie erwartet. Na schön, werdet ihr wenigstens unser Angebot hören? Sprecht. Die freien Völker Nerims werden dafür sorgen, dass die Läuterung geschieht. Wir werden verhindern, dass ihr und euer rückständiges Denken der Menschheit erneut den Fortschritt versagt. Deshalb werdet ihr, wenn ihr keinen Krieg wollt, den Bau des Leuchtfeuers einstellen und eurem Volk endlich die Wahrheit über die Götter erzählen, damit auch sie aufsteigen können, wenn die Zeit gekommen ist. Ihr habt es schon gesagt, Arantheal. Diese Welt hat genug Krieg gesehen. Erspart ihr einen weiteren. Ich würde, wenn ich könnte. Aber wenn das eure Forderungen sind, dann nein. Dann werden wir euch dazu zwingen müssen. Macht euch klar, dass das Blut bedeuten wird, Arantheal, unschuldiges Blut. Das und Gespräch das nur, ist beendet. Elender Narr. Alma, bereite den Angriff vor. Er hat es nicht anders gewollt. Ja, mein Herr. Was tun wir mit den Gefangenen? Die Spione. Richtig. Es herrscht nun Krieg. Und eigentlich müsste ich euch töten lassen. Aber ich bin ein Mann von Ehre und ich habe euch Gnade gegen Wahrheit versprochen. Also lasse ich den Zufall entscheiden. Samael, betäube ihn und bring ihn und seinen Kumpanen auf ein Floß. Wenn sie überleben, dann hat es so sein sollen. Und wenn nicht, dann auch.